Gottes Frieden, seid gesegnet vom Herrn. Ich darf heute das erste Mal da sein, auch in eurer Stadt zum ersten Mal. Wie der Bruder schon angekündigt hat, ich wohne in Rumänien. Die Liebe Gottes hat mich getrieben und mein Sohn hat sich entschieden, in den Tod Jesu sich taufen zu lassen. Und natürlich, das ist eine große Freude und deshalb sind wir da. Ich komme aus dem Süden, aus Craiova. Ich bringe euch einen Gruß aus dieser Gemeinde, da wo ich diene. Aus 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, meine liebe Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Ich bin ganz besonders froh und außergewöhnlich froh, dass ich bei dieser Feier dabei sein darf und dass ich auch mich mitfreuen darf mit den Engeln über diese Täuflinge. Întotdeauna când în fața mea am tineri și tinere și bărbați și femei îmbrăcate în alb. Immer wenn ich Menschen vor mir habe, die in weiß gekleidet sind, dau slavă Domnului și este un rod al suferințelor Domnului Iisus de la Golgota. Gebe ich Gott die Ehre und das, ich weiß, es ist immer eine Frucht von Golgata, weil dort der Herr für euch starb. La noi în România predomină religia ortodoxă 90 și ceva la sută. Bei uns in Rumänien sind ja die Orthodoxen stärker. Efectuează botezul copiilor câteva săptămâni, o lună, două. Sie taufen ja die Kinder, Babys, nach ein, zwei Monate. Și de aceea pentru noi, ori de câte ori vedem persoane mature ce vin înaintea Domnului, fac legământ cu Domnul, este o bucurie deosebită. Aber für uns ist immer eine ganz große Freude, wenn ein Taufgottesdienst ist. Wir haben meistens Leute, die sich erst bekehrt haben und dann entschieden haben. Das freut uns ganz besonders. Cuvântul Domnului în Evanghelia Matei, capitolul 3, cu versetul 13 spune. In Matthäus Evangelium Kapitel 3, da heißt es ab Vers 13. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de el. Dann kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um von Johannes getauft zu werden. Dar Ioan căuta să-l oprească, eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Aber Johannes wehrte ihm und sagte, ich brauche deine Taufe, du kommst zu mir, um dass ich dich taufe? Drept răspuns, Iisus i-a zis. Aber Jesus antwortete ihm. Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. Lasst es jetzt, denn so auf diese Weise erfüllen wir die Gerechtigkeit Gottes. Und Gott und Johannes hat nachgegeben. Când citesc aici, mi-aduc aminte de o istorioară. Wenn ich hier lese, erinnert mich eine Geschichte. Cum un fiu de rabin a mers în Ierusalim la studiile superioare. Wie ein Rabbi-Student ging zu seinem Studium. Acolo a auzit Evanghelia. Und dort hörte er Gottes Wort. A venit la creștinism. A oficiat botezul. Er hat sich dann auch bekehrt später, er wurde Christ. Tatăl său s-a deranjat foarte mult. Sein Vater hat sich sehr geärgert darüber. A mers la rabin, dass er vom Judentum zum Christentum gewechselt hat. Er ging zum Rabbi, was kann ich machen, was passiert hier? Acesta l-a trimis la superior. Der Rabbi hat ihn dann zu seinem Vorgesetzten geschickt. Până când a ajuns la rabinul cel cu gradul cel mai înalt. Und so ging es weiter, bis er zum Oberrabbiner kam. Și acesta i-a spus. Und der sagte zu ihm, a venit un învățător de sus, a trecut prin Ierusalim și s-a botezat și el. Ein Lehrer vom Himmel, der ging hier durch Jerusalem
Und auch er hat sich taufen lassen. Amen. 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 De aceea ne bucurăm în această zi pentru că acești tineri, frați, au împlinit cuvântul Domnului, au răspuns chemării Domnului. So sind wir ganz froh, dass diese elf in weiß gekleidete Menschen auf Gottes Ruf gehört haben. Îmi place mesajul Domnului Iisus la încheierea Evangheliei Matei, capitolul 28. Jesus hat ein sehr gutes Wort gesagt am Ende des Matthäus-Evangeliums. Versetul 18. Da heißt es im Vers 18, 28 Vers 18. Iisus s-a apropiat de ei. Jesus kam zu ihnen. A vorbit cu ei. Sprach mit ihnen. Și le-a zis. Und sagte zu ihnen. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Alle Macht ist mir gegeben im Himmel und auf Erden. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Indem ihr sie tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Și învățați-i să păzească tot ce v-am promis. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Și iată că eu sunt cu voi în toate und zilele. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende des Zeitalters. Până la sfârșitul veacului. Also bis an das Ende des Zeitalters. Tinerii noștri nu fac altceva decât împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Auch die Täuflinge heute, sie erfüllen dieses Wort Gottes. Au ca exemplu pe Domnul Iisus care a trecut pe pământul acesta. Ihr habt alle Jesus als Vorbild, der auch durch dieses Leben ging. Și a făcut lucrul acesta. Und hat auch sich taufen lassen. De aceea, ori de câte ori văd haina albă. Also jedes Mal, wenn ich Menschen in Weiß sehe, zur Taufe, merg și văd lucrarea Domnului Iisus de mântuire a fiecărui om de pe planeta aceasta. Dann sehe ich Gottes Rettung, wie auf diesem Planet immer noch Menschen rettet. Isaia, capitolul 8, cu versetul 1, cu versetul 18. Jesaja 1, Vers 18. Veniți totuși să ne judecăm. Kommt, lasst uns miteinander rechten, spricht de Gott. Vor fi păcatele voastre. Selbst wenn eure Sünden negre, cum este cârmâzul, rot sind wie also Scharlach, ja? De vor fi roșii ca purpura, selbst wenn sie rot sind wie Scharlach, se vor face albe ca zăpada. Sie sollen weiß werden wie der Schnee. De aceea culoarea alb. Also diese weiße Farbe. Ne vorbește despre curăție. Spricht uns über Sauberkeit, über Reinheit. Despre predare. Über die Hingabe. Orice mireasă când îmbracă haina albă. Jede Braut, die sich in weiß dann anzieht. Ea se predă soțului ei. Sie gibt sich ihrem Bräutigam hin. Logodnicul ei. Ihrem Verlobten bisher. Acela cu care a făcut legământ. Also diesem jungen Mann, mit dem sie einen Bund geschlossen hat. De aceea, pentru că în față am oameni maturi, weil ich erwachsene Menschen vor mir habe, să nu uitați, în ziua aceasta ați făcut legământ cu Domnul Iisus. Denkt dran, auch ihr habt, oder soweit ihr es habt ihr einen Bund mit Gott gemacht. Eu nu știu istoria dumneavoastră la niciunul. Ich kenne von niemand von euch eure Lebensgeschichte. Dar vreau să vă încurajez în această zi. Aber ich möchte euch alle ermutigen, so wie Jesaja gesagt hat. De vor fi păcatele voastre negre. Selbst wenn eure Sünde ganz schwarz ist. Nu știu ce viață ați avut până azi. Ich weiß nicht, was euer Leben ausweist, wie ihr gelebt habt bisher. Cuvântul lui Dumnezeu garantează și că asigurare. Gottes Wort garantiert, dass es so weiß wird. Vor fi albe ca zăpadă. Weiß wie der Schnee. Halleluja. Halleluja. Slavă lui Dumnezeu. Preis dem Herrn. Cu 10 ani, poate chiar 11 în urmă, vor 11 Jahren, mergând la o biserică unde lucrez, ging ich zu einer Gemeinde, wo ich diene, a venit o femeie la 60 de ani, und eine Frau mit 60 Jahren kam zum Gottesdienst, într-o neliniște totală, sie war so unruhig, innerlich total aufgeregt, unruhig, și a spus așa. Und sagte. Sub influența băuturii, eu și soțul. Mein Mann und ich, wir waren sehr besoffen. Am avut scandal în casă. Wir hatten einen Riesenstreit. Din greșeală l-am lovit.
Und aus Versehen habe ich meinen Mann so geschlagen, i-am pricinuit moartea, dass er starb. Am fost arestată de statul român. Ich wurde dann gefangen genommen vom Am plătit Staat pentru statul român. Und ich musste Gefängnis machen, also ich muss büßen für meine Tat. Am venit acasă. Jetzt wurde ich freigelassen. Dar este ceva care nu-mi dă deloc liniște și pace. Aber ich habe keine Ruhe und Frieden. Am venit la dumneavoastră. Jetzt bin ich hier zu euch in die Gemeinde gekommen. Să-mi spuneți ce am de făcut. Sagt mir, was kann ich machen? Am luat cuvântul. Ich habe Gottes Wort genommen. Am găsit versetele care asigură, care dau siguranța mântuirii. Habe mehrere Schriftstellen vorgelesen, die ihr zeigen, wie sie ihr Leben Jesus geben kann. I-am spus, dacă a plătit pentru stat. Ich habe gesagt, du hast zwar mit deinem Gefängnisaufenthalt für den Staat Gerechtigkeit also bezahlt. Pentru ce a făcut, i-a plătit Mântuitorul la cruce la Golgata. Aber für das, was du getan hast, für deine Taten, hat Jesus auf Golgatha bezahlt. Ce aveți de făcut decât să vă prosterneți înaintea lui? Was sie machen können jetzt, dass sie ihr Leben Gott hingeben, sich beugen vor Jesus. Să vă cereți iertare. Dass sie Jesus bitten um Vergebung. Să credeți în puterea sângelui iertării al Domnului Iisus. Dass ihr glaubt an seine Kraft, die reinigende Kraft seines Blutes. Dintr-un moment a început să liniștească. Und plötzlich wurde diese Frau ganz ruhig. I-am spus că la Golgota au fost doi tâlhari lângă Domnul Iisus. Ich habe erzählt, wie auf Golgatha Jesus mit zwei Kriminelle gekreuzigt wurde. Unul și-a cerut iertare și a fost primit. Eine dieser Kriminelle hat Jesus um Vergebung gebeten und Jesus hat ihn angenommen. Și am spus pe baza Scripturii să creadă că Domnul Iisus o iartă și de păcatul acesta. Und ich habe sie ermutigt, aufgrund des Wortes Gottes, glauben Sie doch, dass Gott auch Ihnen vergibt. A crezut din toată inima. Sie glaubte von ganzem Herzen. Am oficiat botezul la un timp. Sie hat sich dann bekehrt, kurze Zeit später hat sich taufen lassen. Și în apa botezului am întrebat-o din nou. Im Wasser stehend habe ich sie dann gefragt. Crezi că Domnul Iisus ți-a iertat toate păcatele? Glaubst du, dass Jesus alle deine Sünden vergeben hat? Și a spus cu toată libertatea. Da, cred că mi-a iertat toate păcatele. Sie sagte ganz frei, ja, ich glaube, Jesus hat mir alle meine Sünden vergeben. Locuia într-o localitate. Sie wohnte in einem Dorf außerhalb. Când a plecat la Domnul la mormântare, am făcut slujba de mormântare. Als sie dann starb, ein paar Jahre später, habe ich sie auch beerdigt. Ich habe die Beerdigung gehalten. Prietenă cu dumneai ei. Und eine andere Frau, die Freundin mit ihr war. De când a venit la biserică la Domnul Iisus, o pace s-a văzut în toți acești ani. Diese Freundin, când a plecat acasă la Domnul. Diese Freundin hat bei ihrer Beerdigung bezeugt. Nachdem mein Freundin sich bekehrt hatte und sich taufen ließ, hat sie so einen tiefen Frieden gehabt bis zum letzten Tage des Lebens. De aceea, dragii mei, liebe Geschwister, liebe Freunde, Apostolul Petru ne spune mărturia unui cuget curat. Petrus sagt, das Zeugnis eines guten Gewissens. Femeia aceasta, cugetul ei nu era liniștit. Diese Frau hatte kein gutes Gewissen. Ihr Gewissen war nicht ruhig. De aceea nu vă cunosc. Ich kenne euch nicht persönlich. Vă rog în numele Domnului, dacă în momentul de față mai aveți un gând. Aber wenn ihr noch irgendetwas habt, was euch zu schaffen macht, was euer Gewissen belastet, să nu fie liniște. Wenn ihr Unruhe hättet irgendwo, care poate să pună decât un punct pe haina aceasta albă, acum. Auch wenn es irgendwas ist, was euch belasten will, dann bittet Gott jetzt um Befreiung. 1 Ioan capitolul 1 versetul 7 spune: sângele lui ne curățește de orice păcat. In 1. Johannes 1 Vers 9 heißt es: Sein Blut reinigt uns von alle Sünden. Vers 7. De aceea ne bucurăm de clipele acestea minunate. So freuen wir uns für diese wunderbare Augenblicke. Ne bucurăm și de invitații pe care i-ați adus aici, Domnul să-i binecuvinteze. Wir grüßen auch alle Verwandte, Freunde, die ihr eingeladen habt. Der Herr segne euch alle. Și împreună trăim momente solemne. Und wir erleben zusammen diese wunderbare Augenblicke. Kapitolul 15 din Luca. Lucas, in Lucas 15 heißt es, vom verlorenen Sohn. Da? 15, Luca. Da? Kapitolul pierderilor. Ja, da ist ein Kapitel über laute verlorene Sachen. Și se repetă, este mare bucurie înaintea cerului. Und in diesem Kapitel steht, es ist große Freude im Himmel. Un singur păcătos care se pocăiește. Einen Sünder, der umkehrt zu Gott.
Și de aceea a treia pildă de acolo. Und deshalb das dritte Beispiel in diesem Kapitel 15. Este mai mult decât celelalte două, este dragostea unui tată. Es ist die Liebe eines Vaters, wird dort gesagt. Es ist noch eine bewegendere Geschichte wie die zwei ersten. Care și-a așteptat fiul să se întoarcă acasă. Und hier in dieser Geschichte wird gezeigt, ein Vater, der sein Sohn erwartet, dass er endlich nach Hause kehrt. Oricare dintre dumneavoastră, în momentul când v-ați întors acasă, ați produs o bucurie familiei și bucurie cerului. Jeder, der sich bekehrt, bringt erstmal Freude in der Familie und aber auch Freude im Himmel. Dragii mei români, nu vă cunosc, am înțeles că sunt și liebe, frații din țară. Liebe Geschwister, Freunde, die aus Rumänien kommt, auch euch möchte ich was sagen. Poate și între cei care sunt candidați sunt. Es sind vielleicht auch unter den Täuflingen ist auch jemand oder noch zwei, sogar drei. Simțim o durere în România pentru că ne-au plecat copiii de acasă. Wir spüren in Rumänien in den Gemeinden eine große Not, weil die ganze Jugendliche von uns sind weg ins Ausland. Când au fost mici, le-am spus despre Domnul Iisus. Als sie klein waren, haben wir ihnen über Jesus erzählt. Acum a rămas să spunem Domnul Iisus despre ei. Und jetzt sagt der Herr ihnen was. De aceea am venit aici pentru sich. Că fiul meu s-a hotărât să-l slujească pe Domnul. Und so ist es auch bei uns. Unser Sohn hat sich entschieden, Jesus zu folgen, und deshalb sind wir da. Și împreună cu soția și mit meiner Frau zusammen und noch mit drei Kindern bin ich da. Am venit să fim împreună la această mare sărbătoare. Wir sind hier bei diesem wunderbaren Fest. De aceea, de acum înainte, faceți parte Efeseni capitolul 2 cu 18 până la 22. Liebe Täuflinge, ab heute heißt es im Wort Gottes, ihr seid in eine neue Situation. De acum înainte sunteți cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Es heißt hier, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mulțumesc adunării de aici pentru că l-a primit pe băiatul meu aici în adunare. Ich danke euch als Gemeinde, dass ihr unseren Sohn hier aufgenommen habt. Îmi doresc să fie un loc unde el să se dezvolte. Ich wünsche, dass es ein Ort ist, wo er sich entwickeln kann geistlich. Doresc lucrul acesta și pentru toți ceilalți. Und ich wünsche es allen anderen Täuflingen. Și am câteva gânduri acum pentru adunare. Und ich habe noch ein paar Gedanken für die Gemeinde. Apostolul Petru spune. Der Apostel Petrus sagt. Și ca niște prunci născuți de curând. Als kleine Babys, die jetzt geboren sind oder vor kurzem geboren sind. Să doriți laptele duhovnicesc. Sollte ihr einen Wunsch haben nach Milch, nach damit ihr wachsen könnt, die neue Erlösung euch entwickeln könnt, die neue geistliches Leben. Mă îndrept către cele două adunări care sunt aici, care au tineri aici. Und ich möchte mich an alle wenden, die hier sind, und möchte sagen. Și îmi place să spun că cine face miei nu este păstorul, ci este oaia. Diejenigen, die Schafe produzieren, sind ist nicht der Hirte, sondern die Schafe bringen Schafe in die Gemeinde. Cine alăptează un miel nu este păstorul, ci este oaia. Cine ce? Alăptează, dă mâncare. Dă mâncare. Alimentează. Der den Lämmern oder Schafen Essen gibt, ist der Hirte. Oder was? Încă o dată spune. Cea care dă mâncare unui miel, da, este oaia, nu păstorul. Okay. Der, der einem Lamm Essen gibt, ist ja Schafmutter, die Schafmutter, okay. Și de aceea doresc ca din adunări să fie frați, surori care să se ocupe de noi născuți. Genau, und deshalb wünsche ich, dass ihr alle als Gemeinde euch kümmert um diese Neubekehrte, um diese junge Gläubige, dass sie wachsen können. Gândiți-vă și să se plătească un preț pentru școala de ucenicie a lor. Und denkt dran, es kostet was, dass man sie zu jünger macht. Am șase copii și pentru fiecare am o soție deosebită care s-a ocupat de ei
De când s-au născut și le-a dat o creștere sănătoasă și frumoasă. Wir haben 6 Kinder mit meiner Frau und wir haben sehr viel investiert, sie auch in den Kindern, sie zu erziehen, in ihnen zu investieren die ganze Zeit. De aceea și ei au nevoie acum de o creștere. Und so haben auch die Täuflinge eine Notwendigkeit, dass sie geistlich wachsen. Fratele Cristian are atâtea probleme și are nevoie de aceia care să facă ucenicie cu acești. Also, er meint, ich habe so viele andere Probleme, dass ihr alle etwas tun sollt, dass diese jungen Leute heranwachsen. Domnul să vă binecuvinteze. Der Herr segne euch. Și să vă ajute ca această haină albă. Und der Herr helfe, dass dieses weiße Kleid să o păstrați cu demnitate, bewahrt mit Sorgfalt. 1 Ioan capitolul 2. 1. Johannes 2 heißt es. Copilașilor, Kinder, dacă cineva a păcătuit, wenn jemand von euch gesündigt hat, deci aceasta este viața dumneavoastră de azi înainte. In 1. Johannes 1:9 heißt es, wenn jemand von euch gesündigt hat, dacă cineva a păcătuit, also wenn jemand gesündigt hat, so ein Fleck im Leben hat, spune, vă spun aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ich sage euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Dar, aber wenn, dacă cineva a păcătuit, wenn trotzdem jemand gesündigt hat, avem la Tatălui mijlocitor, haben wir einen Fürsprecher beim Vater, pe Iisus Hristos, Jesus Christus, cel care și-a dat viața pentru noi, der sein Leben für uns gegeben hat. Ziua de 24, să nu uitați. Vergiss nicht den Tag 24.7.